Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir haben noch drei Rennen vor uns. Ein Dunrennen, einmal sowas und einmal sowas. Und wir sind angefangen mit dem hier an. Genau. Wir haben auch ordentlich was vor uns. Bevor wir, naja, drei Rennen. Es würde diese Folge fünf Rennen ausmachen. Vielleicht schaffen wir in dieser Folge sogar. In dieser Folge unter dem Earl widmen. Das ist diese Folge zum Beenden. Den Earl. Wir kommen ja echt gut voran gerade, ne? Also muss ich schon sagen, also bin echt schnell. Also ich weiß nicht, wie Folgen das noch werden, aber also wenn ich bin bei 8. Wenn ich jetzt pro Ding 8 Folgen brauche. Ja gut, dann wird immer 25 Folgen, ne? Also 24 dann. Oder um die 24 dann noch, ne? Was? Ja okay, aber ist eine gute Länge. Aber ich wollte sagen, ich fühle auch gar keine Ermüdung. Also wirklich, ich hab ein bisschen Ahnung, damit man die ganze Zeit Auto fährt, die ganze Zeit die Strecken, ne? Aber echt nicht, es ist so gut gemacht, es ist wirklich so toll, aber ich meine, ich fühle das bei Rennen meistens, in der Mühe, ist ja lustig und ist jetzt auch kein typisches Fahrphysik, aber man macht irgendwie mal das Gleiche. Und das ist hier genauso, natürlich, das ist ein Auto. Aber es fühlt sich so kreativ an, was willst du denn anderes machen? Und dennoch tust du mal das Gleiche, und das ist so ein bisschen die Kunst manchmal auch. Es geht manchmal gar nicht mal darum, 1000 Gameplay-Elemente einzubauen. Und es geht immer einfach darum, dass du einfach das Gefühl hast, das Game ist so gut gemacht oder ist so toll, dass ich das einfach weiter spiele. Damals gab es ja auch immer nur ein, zwei Gameplay-Features und nicht nur bei Rennspielen, auch bei Open World Games. Also waren bei Open World Games sind dann drei Features, ne? Das ist dann aussteigen, einsteigen, aussteigen, prügeln. Und wenn ich schießen gab, ein paar Nebenmissionen, gut Taxi fahren manchmal, mit GTA zum Beispiel. Aber eigentlich hat sie mal das gleiche gemacht. So, klar, da gab es so ein Spezialdinger mit Flugzeugen und so. Also, war schon eine Abwechslung, aber prinzipiell. Aber dennoch hat Spaß gemacht. So, das ist halt das, was ich meine. Also, und das fehlt aber ein bisschen. Es fehlt so ein bisschen, gerade Open World Games. Ein bisschen auch der Peppen, aber es geht ja, das sieht sich ja nicht alle Spiele. Ich habe auch das Gefühl, so, also Dead Space Remake kam heraus, Remake sind ja alle gut angekommen. Freut mich auch, ne? Wie gesagt, ich will ja nicht können. Ich sah auch nicht, dass es nicht in den Daten zu. Das war dumm. Das war jetzt dumm, da wollte ich. War unsicher. Mein aus dem Erleben, ja, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt Remakes und so, aber die sind ja ganz geil. Aber also, die waren wohl ganz geil, dann kannst du auch gespielt. Und das neue Star Wars war auch geil. Wenn ich weiß nicht, wann ich hier spiele. Ob ich erstmal zulegen werde. Super. Gehen wir da. Der hat ein Corvette, wie geil. Oh Gott, das war eine ziemlich scharfe Kurve. Ja, gut, die alle Abkürzungen gut genommen, aber okay, war glaube ich gar nicht mal doof. Ich muss ja ein bisschen Speed aufbauen. Genau. Aber es kommen halt viele Remakes heraus. Ich meine, die sind auch schon alle geil und ich werde davon noch mal ein, zwei davon spielen. Ich habe jetzt eh viel verpasst, was Stoken jetzt verpasst und. Das Remake, ich habe eh unheimlich viel gerade. Theoretisch ist es immer noch. Oh Gott, das wird noch lang, das wird glaube ich noch mal lang dauern. Aber wir haben auch Zeit. Ich bin gerade beim Upload-Plan sehr zufrieden. Mit dem jetzt hier, der bietet sehr viel Abwechslung. Wir haben 14 Uhr Hogwarts, ein bisschen Magie, wir haben 15 Uhr haben wir Grimmy, 16 Uhr haben wir jetzt hier das hier, Rennen fahren. Da gibt es noch nichts. 18 Uhr haben wir Atomic Heart, also ein Ego-Shooter. 19 Uhr The Last of Us, das ist ein Third-Person-Shooter. Na, Shooter, ja gut, Third-Person-Action-Adventure, dann mal Third-Person-Action-Adventure.
Um 20 Uhr haben wir Yakuza, ja, ein bisschen prügeln können, die Japaner aufmischen können. Yakuza aufmischen können, besser gesagt. Also, wir haben nur coole Sachen. So, ne? Wollte ich gerade sagen. Also, ich finde auf jeden Fall sehr viel Abwechslung. Ich glaube, das war ein bisschen auch, glaube ich, das so ein bisschen, was an dem Kanal auch ein bisschen gefehlt hat, naja. Ja, okay, das war easy. Ein kleiner Rundkurs. Erste Runde war ein bisschen verkackt, aber die zweite umso besser. Meldung an bitte. Meldung. Gut. Oh cool. War jetzt gleich mal Intention. Ja. Aber wie man ja auch nur theoretisch ja dauerhaft auf der Flucht von der Polizei, ne? Das ist so geil gemacht. Das ist irgendwie voll geil. Also die Polizei Dauerbedrohung, aber nicht nervig. Also ich mag es eigentlich nicht gerade in neueren Videospielen, wenn irgendwelche Gegner eine Dauerbedrohung sind. Weil meistens bist du dann immer davon genervt. Hier ist es tatsächlich so geil, du wirst die ganze Zeit theoretisch von der Polizei gejagt. Sei es aktiv oder eher passiv, ne? Du wirst die ganze Zeit verfolgt. Du bist also eine ganze Verfahrenssystem. Wir wissen, wie ein Auto aussieht. Also sieht dich ein Polizist, bist du freiwillig für die. So, super cool gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, die Polizei ist hier wirklich ein krasser und cooler Antagonist. Ein guter Gegenspieler. Plus diese Rennfahrer, natürlich auch Gegenspieler. Wirklich, das ist echt ein Traumspiel. Das ist bestimmt dieses blöde Zufallssystem. Aber das Ding ist echt ein Traumgame. Und das sage ich jetzt nicht mal, weil ich jetzt in Nostalgie, und das habe ich ja nicht gar nicht. Nur die Nostalgie-Verbindung und damit eigentlich gar nicht. Das gefällt mir wirklich so gut. Ah, gleich steckt wie eben. Ah, gut. Ja, praktisch. Das gefällt mir wirklich so gut. Also ich glaube, ich auch keine Nostalgie dahinter, würde ich nicht sagen. Es gefällt mir einfach so gut. Ja. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist echt mit einer meiner. Das ist echt ein geiles Game. Ich würde auch mit vielen Spielen. Ja, aber es ist wirklich super. Also ganz ehrlich, dass es jetzt auch noch so gut gehalten hat, ist echt beeindruckend. Also dann haben wir den neuen Spielen ja eh so, Leute, dass der Upload-Plan ja gerade eh sehr voll ist. Weil der Upload-Plan ist gerade unheimlich voll. Ja, der Upload-Plan ist ja gerade eh so unheimlich voll, darum kam jetzt auch nichts Neues. Ich habe momentan aber, muss auch sagen, ich meine, finde die Spiele geil, aber... Ja... Wir werden auf jeden Fall mal ein paar der neuen machen, ne? Ganz, ganz klar. Das war ein bisschen knapp. Ich hätte fast die Hausung geküsst. Aber hat noch gerettet. Ja, okay. Das soll den Trommel sichern dann.
ich nur noch schön durchfahren und dann mit schön entspannt abends. Ah, 10%. Der ist gewonnen. Ja, wir haben ja aber auch mittlerweile ultra viele Spiele auf dem Kanal, ne? Ist schon krass. Hier dann noch Rennspiel. Naja, da wird jetzt der Rennen, ne? Ja, komm, damit ich jetzt nicht riskiere, von den Bullen erwischt zu werden. Ich hab eigentlich letztes. Wo es an Earl geht. Ein Radarrennen war ja nicht mehr irgendwie. Nein, oh Mist, ich musste den einen ausweichen, aber. Mensch. Ein Radarrennen wäre doch mal geil, hatten wir da nicht schon mal als. Nee, oder ein Radarrennen hatten wir noch nie, oder? Als, ja, danke, dass du jetzt das Video. Hey, Alter! Ja! Toll! Danke! Boah, jetzt bin ich ein. Nein, da ist die Wand. Wie wird die Netter so ein Schmuck angezeigt? Da muss man das Scanslings machen. Ja, ganz normal. Okay. Arschlöcher, so. Schon gerade. Jupp. Ja, verbraucht mal euer Boost. Haha. Das hätte mich immer. Ja, 160, ne? Das ist doof. Ja, ne, eigentlich schon irgendwie viel von gut. Und hoffentlich gucken wir gleich Earl wird. Oh Gott. Nee! Hat gereicht, oder? Oh Gott, hat gereicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat's gereicht. Jetzt, oh, ich bin so richtig doof aufgekommen. Die Armes. Glück gehabt. Ja. Okay, eine Radarfalle. Oh, wie geil. Mensch, geil. Ich bekomme das, was ich mir wünsche. Cool. Du Angeber. Ja, der Wagen. Ja, der Wagen auch nicht schlecht. Da hab ich zu rammen. Ah,
Radarfall gegen ihn. Geil. Ich bin der Radarfallen King. Ich bin der King of Currywurst. Au, da waren wir noch 4 km/h, ne? Das ist nicht, näher wohl, ne, 11 km/h. Die falsche Zahl eben gelegen. Na gut, Alter, ich, wenig, ja, Alter. Ja. Also. Oh, ist mir auch passiert, haha. Dann sagst du, gut. Ey. Oh ja, ja klar. Der hat überall Gegenfahrt, klar. Okay, da wird noch eine Chance, oder? Entweder jetzt neu starten oder. Oder wir rocken das. Ey, nee, eigentlich nicht. Ja, ich hab aber. Oh. Jetzt hätte ich letztes Mal letzte Chance. Dagegen geballert. Okay. Oh, Alter. 1000, da muss ich ja... Ja, das hab ich nicht mehr. Ne, das ist vorbei. Scheiße. So, dann hauen wir Earl hoffentlich jetzt mal auf die Fresse, symbolisch gesehen. So. Was? Ey, der ist sowas von schnell, der Kerl. Komm schon. Alter, nur mit 23 km/h. Hab kein Puffer, gar nichts. Oh Gott. Nee, 27 km/h. Ey, ja. Was soll ich denn machen? Ah, der Penetrant da vorne bleibt. Ah, Alter. Ah, der blöde Arsch, ne? Weißt du, bleibt der Penetrant da, ne? Ich hoffe, es reicht. Reicht es? Ja. Sehr schön. Okay, erstes Rennen. Was? Achso. Erstes Rennen hätten wir. Easy. Auch im so schwer war. Okay, es geht nicht eigentlich, oder? Gut, ist ein bisschen knackig, aber das ist schon gegen. Ich glaube, war das das eklige? Du musst das eklige nehmen dann. Na, gucken, wie das jetzt wird. Oh, mal gucken. Aber das war schon mal okay. Vielleicht ist es mir jetzt auch leichter, ich weiß ja nicht. Mir fällt das ganze Spiel ein bisschen leichter, als ich es damals gespielt habe. Muss ich sagen, mir fällt das natürlich ein bisschen leichter, weil ich weniger Unfälle baue. Ich habe jetzt noch mehr gebaut. Ich bin jetzt auch kein perfekter Fahrer, ne? Dafür baue ich zu viele Unfälle immer noch, ne? Aber ich will mich jetzt auch nicht als perfekt hinstellen. Aber ich würde sagen, es fällt ein bisschen leichter. Weil ich auch besser reagieren kann. Ich konnte damals unheimliche Probleme gehabt. Das war dumm. Egal. Aber wirklich durchzuziehen, so, damals unheimlich Probleme gehabt, auch bei Rennspielen, da hat man ja ein bisschen auch aufgehört, weil ich die Reaktion nicht hatte. So mit dem Auto rasen die ganze Zeit so. Ja, so kann man es auch machen. Also so, ja genau sowas, wenn du ganz blitzschnell zu reagieren, da war ich damals unheimlich schlecht drin, ein bisschen, das konnte ich kommen. Und das hat mir dann irgendwann richtig Spaß genommen,
Lässt sich jetzt nicht sagen, weil ich habe das Spiel dann noch gespielt, aber es war natürlich immer doof. Ja, toll. Dann fährt man natürlich so und dann hat man alles ja versaut. Sehr gut. Aber nee, es war damals nämlich ein bisschen schwieriger. Ja, deutlich schwieriger. Aber ich konnte damit auch nicht so gut surfen. Also alles nicht sehr gut. Weil ich damals halt Spiele gespielt habe, durchgespielt habe. Junge, Hitman, ne? Nein, war auch dumm. Ja, ich hätte die Abkürzung nehmen können. Oh Mann, ey, fuck. Ah. Ja. Problem ist eher ernsthaft jetzt. Ich bleib da an dieser blöden Ecke jetzt hängen. Na gut. Also, deswegen, da habe ich damals mehr Probleme gehabt. Ich meine sogar, dass ich damals nicht mehr so lange gebraucht habe. Naja, natürlich. Ich habe das schon lange gebraucht. Dauert Unfälle, baue. Diese neuen Rennspiele mit dieser Gullwanker, die dann auch ein bisschen einfacher waren, das kam mir dann auch entgegen. Aber es hat sich da deutlich gebessert. Das merkt man, glaube ich, auch. Ich habe damals ja auch, wenn ihr mit meinen alten EPs reinguckt, unglaubliche Probleme mit einigen Szenen gehabt, die ich ja heute auch so nicht mehr habe. Also, ich war noch das Gerichtsgebäude bei Wolfenstein. Was Wolfenstein? Ja, ich glaube, ja, da war ein Traum. Das fand ich ja schrecklich. Ja, wenn ich mich daran auch erinnert. An das Spiel. LP ist schon... Oh, ist der Anfangszeit. Das ist schon... Ja, ist nicht 4 Jahre, 5 Jahre. Irgendwie sowas. Ey, für den Kanal jetzt ja auch schon wirklich lange. Aber ich war noch so gut wie jetzt, bin ich aber nicht gefahren. Also es war für mich auch immer sehr anstrengend, weil ich musste mich sehr konzentrieren. Und ich habe damals auch gegen Sunny Teil schon Probleme gehabt. Bei den ersten. Weil ich einfach nicht Auto fahren konnte. Der hat es schon nicht gehabt. Ich habe es nicht gesehen. Bin gegen Autos geballert und so, und da war ja Payback abgebrochen. Hab ich auch mal gegen Autos geballert, kam auch mal ein LKW entgegen und hab die nicht gesehen und ja. Aber mittlerweile geht es ja. Das merkt man auch in den LPs ja eh insofern. Aber ich finde, würde schon sagen, mittlerweile läuft es. Sie mochte ja aber doch keine Ego-Shooter. Also, naja, das kann nicht sein, ich mochte sie nicht, ich hab sie ja gekauft. Trotzdem. Aber es war eher so eine Hassliebe. Weil gute Spiele waren es ja. Und ich konnte sie nicht. Ich weiß, also ich mochte sie, aber ich mochte sie auch gleichzeitig nicht. So, weil ich mochte die halt, ne, vom Ding her, von der Technik her, von der Grafik, sogar von der Geschichte her, mochte ich die wirklich gerne. Ich habe Dishonored damals, da habe ich gelitten. Dishonored, Alter, das war so schrecklich für mich. Und ich habe das so, oh, ich war so froh, dass ich einfach nur durch war. Aber das war echt ein gutes Spiel eigentlich, glaube ich, Dishonored. Okay, das war der easy. Okay, ey, der war voll easy. Geil. Messkarte? Oh, das ist auch gut. Rockport ist frei. Nummer 8. Oh, wer ist denn die Süße? Jade Barrett. Jewels. Okay, Jade Barrett, okay. Das süße Ding heißt, ja, heißt Gia Jewels. Sie steht auf Big Blocks und bekommt Muscle Cast und hat schon jede Menge Meilen runtergespult. Mach also bloß keine Dummheiten, die hat echt Power in der Augen. Oh, das ist eine die Süße. Oh, ist die ist ja wirklich putzig, die Kleine. Gut. Ja, beim nächsten Mal. Hat die vom Wagen? Oh, krass. Ja. Gut so. Du bist jetzt Nummer 9 auf der Blacklist. Sieh dich gut um, das ist Rockport City. Ich habe noch einen Unterschlupf in der Nähe für dich klargemacht. Und zieh dir die Gegend genau rein, vielleicht hast du es ja mal eilig. Bis später.
Ach Quatsch, ich war Intuition. Fünf Rennen, wie viel willst du? Und ich muss mal den Kopf erzählen, ne? Hat aber nur 7 insgesamt. 2 Maut, das ist schnell gemacht. Alle 8000, das passt. Okay, das war jetzt. Okay, oh, das ist ja echt easy. Okay. Ja, ich glaube, auch hier habe ich dann damit auch aufgehört. Ich glaube, viel weiter habe ich nicht gespielt. Okay, aber es sieht schon vereinigt 60. Was? Nagelband? Ach du Scheiße. Bei der Mal Tutorial drin. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je das weiß ich. Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird. Ach so, ja, nee, das ist ja klar. Du musst eine Mittelanzahl von Malton erreichen. Ja, klar. Nagelbänder. Mm, die kommen jetzt, die waren eklig. Genau, da habe ich es noch nicht aufgehört. Genau, mit den Nagelbändern, da habe ich es noch nicht aufgehört, das Spiel. Das weiß ich. Da, genau. Da habe ich es auch aufgehört. Ja, ich werde euch heute aber eben Cut setzen, aber heute mache ich die Nagelbänder nicht mehr. Genau. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat gefallen. Ich wollte die Session, das war ja eh eine aufgesplittete Session. Ich wollte sie ja unbedingt zu Ende bringen. Weil jetzt mal 8 Folgen insgesamt, das passt ja wieder. Ja genau, hier sind aber schon wirklich blind, wenn man Jungle, wenn man blind reden kann. Das ist eigentlich Herausforderungen. Oh. Sollen wir die auch dazu machen? Habt ihr da Bock drauf? Ich meine, wir könnten jetzt Epilog-Folgen machen. Meine Redzeit 40. Leg dich in eine einmütige Verfolgungsjagd. Ja, oh Gott, das ist ja easy. Das können wir dann mit dem Mercedes machen. Also, ich schätze mal, oh Gott, ja, das ist bestimmt geil. Ich schätze mal, dass wir dann den bestimmten Mercedes irgendwann haben werden. Den Razer gerade hat. Ich schätze mal, den werden wir aber bekommen. Also, gehe ich jetzt mal von aus. Gespeichert ist, ne? Ja, hoffentlich. Guck ich nochmal. 37%, ey. Okay, jetzt kommen die Nagelbänder. Genau, da habe ich aber nachher aufgehört. Weil ich die nicht konnte. Das heißt, weil ich die nicht konnte, ich habe auch nichts gesehen. Das war für mich damals schon, also nichts gesehen. Ich habe halt nicht reagiert. Das war Reaktion so schrecklich und da habe ich gedacht, nee, keinen Bock mehr gehabt. Genau, deswegen war das. Strafe geht jetzt 32%, okay, gibt auch eine Prozentzahl für Karriere von 37, Spielfortschritt 29. Gut. Ja, wir können ja auch gar nicht machen. Na gut, machen können wir machen. Na, aber nach der Story. Dann machen wir das im Mercedes. Oder? Dann könnten wir den auch nutzen. Das ist so eine Idee. Ja Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zur nächsten Folge bei Resilience. Haut rein. Tschüss, bis dann. Ciao.